Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Soul Silver, die Random Nuzlocke Variante. Und wir haben bisher 88 Pokémon gefangen, sehe ich gerade, und gesehen haben wir 436. Wir öffnen mal den Pokédex einfach mal spaßeshalber, was wir alles gesehen haben. Einmal so für zwischendurch. Ich weiß, ich wollte das erst am Ende machen, aber ich bin neugierig geworden. So, wir haben noch keinen Raichu gesehen. Wie cool ist das denn, dass uns das noch gefehlt hat? Aber wir haben ziemlich viele Pokémon gesehen, muss man dazu sagen, ne? Kam mir gar nicht so vor. Ich dachte immer, wir haben immer dieselben gesehen. Aber guckt es euch an. Wir haben Arctos, Zapdos, wir haben Lavados, haben wir noch nicht gesehen. Diese Krise. Wir haben Mewtwo gesehen, aber Mew haben wir noch nie gesehen. Hm. Aber sieht auf jeden Fall gut aus. Definitiv. So einiges zu sehen. Ich weiß nicht, wie viele Pokémon gibt es hier? Gibt es auf jeden Fall nicht die 600, oder? Aber 500, ich denke mal, um die 500 gibt es hier schon. Bin gespannt, wie weit wir runterkommen. Da. Arceus. Ist das echt der letzte? 493. Da fehlt noch irgendwas. Es sind immer gerade Zahlen. Oder so. Egal. Wir gucken unsere neuen zwei Pokémon an. Wir haben Maron und Hornissen, diesmal richtig geschrieben, mit dem Team. Ihr seht schon, wir haben Schaufler. So, wir gucken ihn mal an. Hitzig, achtet auf Geräusche. Level 54. Ne? Angsthase erleichtert das Entkommen. Ist schon mal nicht so cool. Wir haben einen Spezialangriff von 96. Einen Angriff von 91. Das heißt, wir können eigentlich beides nutzen. Ich glaube, das hab ich auch relativ, ne? Ja. Wir haben Schaufler, Antikkraft und oh. Moment. Hab's gerade gesehen. Ja, ist gut, 10% Energie, ist mir egal. So, Flugmodus aktiviert. Nicht, dass es gleich hier knarzt und irgendwelche komischen Geräusche kommen. Schaufler, Antikkraft, Ruheort zum Aufladen und Giftblick zum Paralysieren. Ich habe eigentlich immer gedacht, dass. Was für ein Pokémon bist du? Wie heißt du nochmal? Der ans Wurst hier normalerweise sehr viel Verteidigung hat. Aber. Ja, gut, seine Werte sind in Ordnung, aber. Habe ich mir mehr vorgestellt. Aber wir müssen mal mit dem Rest vergleichen. Ihr wisst, was ich meine. Nur mal so vergleichsweise, was hier. Oder der Unterschied ist. Und dann haben wir da unser Noctu mit Verhindert Einschlafen. Richtig genial. Gut, wir können ihn auf jeden Fall. Ist das kombinierbar mit Erholung? Ist das kombinierbar mit Erholung, dass er Erholung einsetzt, das Leben kriegt, aber nicht einschlafen kann? Sowas müsste man mal testen. Hm. Und ich weiß, ich habe eigentlich schon seit Tagen eine Rasur nötig. Aber irgendwie denke ich mir, ach komm, machst du morgen. Machst du morgen. Jetzt sehe ich aus wie so ein Affe. Egal. Huhu. Wir haben mit Noctu eine Spezialverteidigung von 124. Warum auch immer? Aber wir haben einen Spezialangriff von 90. Wir beherrschen Sondersensor. Besonderer Angriff mit einer unsichtbaren Kraft, die den Gegner eventuell zurückschrecken lässt. Luftschnitt. Gegner wird mit einer Luftklinge angegriffen. Gegner schreckt eventuell zurück. Schreckt eventuell zurück. Das heißt, wir haben zwei Zurückschreckattacken. Allerdings muss ich Luftschnitt gleich durch Fliegen ersetzen. Ja, es ist traurig, aber wahr, ich weiß. Ruheort. Wie auch bei unserem Maron. Lädt es uns auf. Ist der Plan. Und wir haben Psyban. Anwender nutzt seine suggestiven Kräfte, um eigene Statusprobleme zum Gegner zu transferieren. Sind wir vergiftet? Pff, mir egal. Rüber mit den Krankheiten. Das ist quasi. Nein. Darf ich nicht. Nein. Halt dich zurück, Zero. Halt dich zurück. So. Es ist halt eine kranke Eule, die Krankheiten überträgt. So. Das zu unseren neuen Teammitgliedern. Wir werden sie natürlich nach vorne setzen, damit wir sie ordentlich trainieren können. Knubli haben wir auch so selten eingesetzt. Vielleicht sollten wir die zuerst trainieren und dann die anderen beiden.
Sergeant Top. Ach ja, wir haben die ja erst alle seit kurzem. Wir haben ja bisher nur die Top 4 mit dem platt gemacht. Wobei Regi haben wir jetzt richtig komplett durchgemacht. Die braucht nicht mehr. Die braucht jetzt erstmal eine Pause. Ja, Freunde, nach mir braucht man erstmal eine Erholung. So. Kannst du dir denken, warum ich Picknicks so gerne mag? Ich weiß nicht, anscheinend magst du Käfer in der Unterhose. Was Leute geben, die drauf stehen. Kigubli. Konnte ich nie wirklich aussprechen. Knubli. So. Was machen wir denn mit dem Herrn Kollegen? Der Psycho-Klinge. Also, man macht die Top 4 fertig, die einen Level 50er haben. Ein komplettes Team mit Level 50. Währenddessen der Team quasi halb im Arsch ist von den anderen Top 4. Kommt der Champion mit seinem Level 50er. Und dann haben die Saftnasen hier ein einziges Pokémon Level 42. Ich meine, ihr könnt mir sagen, was ihr wollt, aber wo ist da die Herausforderung, nachdem man die Top 4 besiegt hat? Naja. Dum, 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 dum. Pass auf, wir zwei versohlen dir den Hosenboden. Gleich bist du so klein mit Hut. Ich glaube, das sind so zwei Kinder, die immer solche Sprüche reingekriegt haben und sie jetzt wiederholen, weil sie denken, das müssen ja coole Sprüche sein. So, Puls und Minun. Was so viel heißt wie Plus und Minus. Wer sich das ausgedacht hat, gehört eigentlich geschlagen. Aber gut. Kann ich nicht alle angreifen? Naja. Da weißt du was, komm. Was machst du? Auch nur Wein, ne? Ja, dann. Obwohl, die sind doch. Sind die irgendwo Elektro? Ich glaube schon, ne? So, Maron, erster Einsatz für dich. Wenn du dieses Puls nicht fertig machst, dann hast du ein Problem. Warum ist eigentlich die Frau plus? Ich hab keine Ahnung. Ich dachte immer, plus wäre männlich, also vom Synonym her. Genauso wie. Mir fällt jetzt nicht ein. Keine Ahnung. Der Busch. Die Brombeere. Irgendwie so ähnlich. Ja, cool, das war scheiße, Maron. Das ist dir klar. Okay. Maron ist aber ein Pokémon, das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Es kann paralysieren und sich dann einfach eingraben. Das ist somit das Nervigste, was er machen kann. Paralysieren und Schaufel einsetzen. Du paralysierst ihn. Dann kann er dich angreifen, sitzt du Schaufel ein, kann er plötzlich angreifen, dann kommst du raus und er kann plötzlich nie mehr angreifen. Ihr könnt mir folgen? Ich auch nicht. So. Wer ungestört in freier Wildbahn leben will, braucht nur zwei Dinge. Leichtes Gepäck und ein Pokémon-Team. Doch der Essen und Trinken. Keine Ahnung. Shorts? Klamotten? Muss gerade mal mein Fenster ein bisschen größer ziehen. Hab das letztens übelst verkackt, als ich das Ganze hier verschoben habe. So ist hoffentlich richtig. Ein Bummel! Ja, hier, Kassier. Okay, es wäre nicht mal nötig gewesen, ich weiß, aber. Ich kann's halt. Ich kann's halt. Und das ist das Wichtige hier. Es ist nämlich nur der Gedanke, der zählt. Sagen alle Frauen immer. Deswegen tue ich das. Camper Osman. Mit dem Namen warst du bestimmt beliebt auf dem Campinghof. Der Osmane. Was ist los da? Die Straße zum Kraftwerk bleibt gesperrt. Bis das Problem gelöst wurde. Das? Ja gut, dann sag's mir halt einfach nicht. Hätte sein können, dass es mich eventuell interessiert oder dass ich mit meinem übelst heftigen Pokémon-Team Stein aus dem Weg kloppen könnte. Pokémon Center, ich weiß nicht. Wir gehen einfach mal zum Arena-Leiter. Ich glaube nicht, dass er so stark wird, ansonsten werden wir gleich ein anderes Team haben. Ich kann jetzt wieder einen auf YOLO machen. Safronia City Bahnhof für Magnetzugstrecke zwischen Kanto und YOLO. Ja, da fragt man sich doch, warum wir nicht einfach mit dem Zug gefahren sind. So. Du bist ja die Kampfarena, ne? Hallo. Tag auch.
Der Karatemeister unseres ehrenwerten Dojos ist gerade nicht hier, weil er erneut auf eine Trainingsreise in eine Höhle von Yoto aufgebrochen ist. Ja, das ist schön für ihn. Weiß auch, wo er ist. Naja. Hier wird die Arena. Hallo, Ma. Sie wird jetzt die Referenz dazu sein, welche Pokémon, auf welchem Level die Pokémon sein werden. Ich spüre, wie die Kraft all derer, die du besiegt hast, in meinen Körper strömt. Du bist krank. Anastasia. Jetzt haben wir so einen Zigeuner. So, Stahl. Ich glaube, Kampf war gut gegen Stahl. Bei Stein weiß ich's. Easy. War nicht mal sehr effektiv, oder was? Ja, du bist einfach nachgekackt. Das heißt, die Pokémon von dem Arenaleiter müssten irgendwo um die 50 sein. Hypno. Hypno, Hypno, Hypno. Hab ich da nicht Verfolgung gehabt bei dem hier? Oder habe ich sie nicht beigebracht? Übrigens, unser Hornissen konnte Hypnose, habe ich ihm aber jetzt nicht beigebracht, weil ich dachte, nee, komm, lass mal. Da fällt dir was Besseres ein und isst mir auch. Bis. Jetzt hat der Erdklumpen nochmal. Bericht. Tacken. Boah, Sergeant Knopf, komm. Beiß mal zu. Mal gucken, wie es gegen den Arenaleiter wird, falls wir da irgendwann mal ankommen. Du solltest Angst vor Blizzard, du solltest Angst vor Biss haben, mein Freund. Zack, in die Nase gebissen. Da kommt der große Klumpen, Alter. Das ist das, was mich bei Hypno schon immer gestört hat, diese verdammte Nase. Warum, Sergeant Knopf? Du hattest eine Aufgabe. Eine einzige Aufgabe. Nö, jetzt wechsle ich. Komm, Regi, mach ihn einfach platt, ganz ehrlich. Jetzt schicke ich die Frau da vorne. Die wird das reißen. Sergeant Knopf, du bist ein Sergeant. Oh. Okay. Wir wechseln das Pokémon. Komm her, Klumpen. Dann bring du es zu Ende. Ganz ehrlich, irgendwer muss es zu Ende bringen. Und wenn nicht du, wer dann? Müsste ich jetzt nicht die Fähigkeit von meinem Eisviech haben? Ich glaube schon. Du hast Hypnose. Du hast Wertewechsel. Du hast... Was war das andere nochmal? Der Psychokinese hat er auf jeden Fall auch. Und er hat noch irgendwas. Er hat nur eine einzige Attacke, mit der er Schaden machen kann. Und das Einzige, was macht... Angeberei. Und er hat drei Attacken, die einfach nichts machen. Leck mich. Hätte es hier einsetzen sollen. Ich hasse es. Wieso muss ich jedes Mal mit meinem Essen spielen? Okay... So, wer schläft noch nicht? Komm, Regi. Mach es einfach. Bring es einfach zu Ende, okay? Mehr will ich nicht. Deine Frau muss auch tun, was eine Frau tun muss. Muss es zu Ende bringen. Ach, jetzt machst du plötzlich Psi-Strahl. Ja, das würde ich schon nicht umbringen, Regi. Ach. Ein Stück. Bitte triff, Regi. Bitte triff einfach. Tu mir den Gefallen. Hornissen, du kannst nicht einschlafen. Es ist mir egal. Ach nein, er kann doch einschlafen. Haha, so aber nicht.
Wenn er jetzt natürlich die Fähigkeiten wechselt, kann er nicht mehr einschlafen, weil das ist mir sowas von Schnuppe. Hier, komm. Ist das. Nervensäge. Alter Schwede. Wie viele Minuten? 4 Minuten. Ist doch nicht dein Ernst. Geht das bei jeder Erfahrung? Wir müssen zu Pokémon Center zurück, um alle wiederzuwecken. Du bist stark, viel zu stark. Und du bist nervig, viel zu nervig. Wie komme ich zurück? Ich will zurück. Hä? Wo kam ich her? Kam ich von hier? Ja, geht doch. Ja, das ist schon mal zu einer super Folge, muss ich sagen. Also ich freue mich, dass wir hier wirklich so viel gerissen haben. Ach, verdammt, falsche Seite. Wir können Fähigkeiten hier kaufen im Kaufhaus, ne? Vielleicht sollten wir das erstmal tun. Denn da sind richtig nice Fähigkeiten dabei. Hallo und willkommen im Pokémon Center. Wir heilen dich und machen dich wieder fit, bla bla. Komm. Nimm. So. Gehen wir erstmal ins Kaufhaus, ne? Kaufen uns ein paar Fähigkeiten. Sind selig. Die machen wir kaputt. Und da ist diesmal ist Spukball dabei, Freunde. Dieses Mal ist Spukball dabei und dann bringen wir jemanden Spukball bei. Moment mal, Freunde. Moment. Hatten wir nicht eine andere Undichtattacke, die wir bisher noch keinen beigebracht haben? Finsteraura, komm. Ich werde nie ein Pokémon finden, das diese Attacke kann. Nee. Wie komme ich jetzt zum Geschäft, zum Laden? Ah! Das Einkaufszentrum von Prismania City. Hat sich ganz schön verändert. Gibt's keine Treppe mehr? Hallo? Warte mal eben, dieser Aufzug ist leider gerade nicht in Betrieb. Es scheint so, als gäbe es irgendwelche Probleme mit der Stromversorgung. Und deshalb fährt auch nicht richtig, weil du bist extra hergekommen, bist und bla bla. Upgrade. Ist schön für dich. Okay, wir müssen den Strom einschalten. Gut. Da denkt man, man kauft richtig geile Items. Und dann gibt. Das Einzige, was man dann bekommt, ist ein Tritt in die Eier. So fühle ich mich gerade. Als wäre ich hingegangen, er hat mich getreten und jetzt bin ich wieder rausgeschliffen worden. Naja. Meine Taktik war es damals immer, einfach nach oben zu laufen. Mal gucken, ob es funktioniert. Okay. Immer nach oben oder unten. Ein Gegner. Hey, ich hab sie deutlich vor mir. Ich kann in die Tiefen deiner Seele blicken. Okay. Dann geile Musik, Alter. Ein Fleckmann, wie süß. Wie weit willst du damit kommen, ne? Hier, Laubklinge. Stubli, du bist OP. Du bist einfach OP. Du kannst einfach alles wegnatzen. Da kann kommen, was will. Nice. Ein Lamus. Boah, bleiben wir gleich mal bei Knubli. Hätte auch Regi einsetzen können, aber ganz ehrlich, wenn wir schon hier ein Knubli haben mit Laubklinge und einem verdammt krassen Angriff, dann machen wir das doch. Wieso bist du nicht tot? Alter, Dude. Ich lass mich hier nicht einschläfern. Ich will leben. Ist mir egal, wenn ich ihn jetzt angegriffen hätte, wäre ich eingeschlafen. Lässt dich wechseln einfach doch zu Regi. Du bist ein Arsch. Dafür mache ich dich kaputt. Alter Schwede. Hier. So sieht's aus, mein Freund.
So. Medium Daphne. Ich kenne zwar die Tiefen deiner Seele, aber verloren ist verloren. Alter, dieser Partner, der juckt mich so sehr. Das ist seit heute. Seit heute. Von heute auf morgen angefangen zu jucken, weil er einfach zu lang geworden ist über Nacht. Es ist das Schicksal eines Mannes. Ich muss damit leben. Hallo. Wieso wollte ich jetzt nach rechts laufen? Ich muss ja nach oben laufen, ne? Ach stimmt, ich wollte gegen ihn antreten. Was hast du so Schönes für mich, Frederik? Kadabra. Na, wenn der mal nicht Teleport einsetzt. Ach, ich hab Nachthieb. LOL. Wieso habe ich das nicht gesehen? Und ich setze mein Eis-Evoli da ein. Keine Ahnung, wie das Ding heißt. Zartchen Knopf. Obwohl ich mit Knubli einfach mal eine heftige Attacke habe, wo ich einfach alles und jeden wegfetze. Nee, er ist eingepennt. Er ist eingepennt. Das war das Ding, ne? Ich hab nicht verkackt. Freunde, ich hab nicht verkackt. Ich wusste es doch. Du scheiß Bart. Ich rasiere dich gleich ab, Boy, und verbrenne dich. Sehr schön. 1000 DP-Punkte. Frederik, du kennst deine Seele besser als ich, deshalb habe ich verloren. Wäre ein bisschen komisch, wenn du sie kennen würdest. Nur mal so. Hey da. Das Karate-Jodo-Dojo nebenan war früher die Pokémon-Arena der Stadt. Aber das war noch vor Rot und Blau, ne? Los, Knubli! Okay, Nachthieb. Eigentlich kann ich jetzt durchrushen. Hätte ich das vorher gewusst, wäre das alles gar kein Problem gewesen. Ich entspanne mich jetzt hier ein bisschen. Oh, das tut ja richtig gut. Oh Gott. Ich habe übrigens Urlaub. Bin mega glücklich. Auch mega glücklich. Einfach chillen, einfach nichts tun. Ja. Das wird toll. Na gut, ich werde wahrscheinlich verdammt viel aufnehmen. Damit das wie in den letzten Tagen nicht passiert, dass ich zu wenig habe und nicht hochladen kann. Deswegen werde ich verdammt viel aufnehmen. Was ist jetzt schon wieder Nobei? Ich glaube, dem Typen fehlen Eier. Er hat wohl keine Eier in der Hose, deswegen braucht er sie in den Pokébällen. Aber gar kein Problem, zerschmettert. Jetzt gibt's Owei-Omelett. Ich wette, das gibt's wirklich, also im Spiel. Ich meine, habt ihr euch mal die Pokédex-Einträge durchgelesen? Dieses Spiel ist brutal. Weißt du, in der Serie immer so ein auf lieb. Oh nein, ich liebe dich, Pikachu. Jetzt stirb mir bitte nicht weg. Weißt du, und dann sind da irgendwelche Pokémon, die anderen Pokémon den Kopf abreißen, um die Gedärme zu fressen. So, was steht da drinne? Wer macht denn so einen Scheiß? Cool. Ich bin zurück. Na gut. Wir werden uns jetzt hier ein bisschen verlaufen, höchstwahrscheinlich. Ich laufe jetzt mal nur rechts und links lang. Okay, ich laufe wieder. Ach nein, das ist der Anfang, ne? Okay, pass auf. Wir laufen jetzt nur nach rechts und links. Das heißt, wir laufen jetzt hier nach links. Es gab da so einen Trick. Hier nach links. Hier nach links. Das sieht gut aus. Hier laufen wir nach rechts. Hier laufen wir nach links. Aber schon. Das sieht nicht gut aus. Ich glaube, ich laufe im Kreis. Ich laufe auf jeden Fall schon mal sehr lange. Rechts und links, Freunde. Aber bevor wir heute gegen den Arena-Leiter antreten, würde ich sagen, machen wir das doch morgen. Und finden heraus, ob wir es alle überleben werden. Na gut, wir haben Nachthieb. Jetgeist-Pokémon. Denkt euch den Rest. Haut rein, euer Zero. Tschüss.